Auf geht's nach Imola. Buongiorno aus Italien. Willkommen Buongiorno. allerseits in Imola. Vor den Toren Bolognas in Norditalien trägt Imola den Emilia-Romagna Grand Prix. Wer hat das Training am besten genutzt? Wir werden es herausfinden im Qualifying. Jupp. Auf geht's in Quines. Okay, das wird am Ende noch mal weniger. Okay, should be green now. Aber wir sollten auch rausfahren. Es wird voll auf der Strecke. Jawohl, und alle fahren mal eben raus. Jetzt gibt es die gelbe Flagge. Jetzt mit Andrea. Das passiert. Die erste Zeit steht erstmal. Wir ziehen noch mal die Intermediates auf, aber ich denke nicht, dass wir noch mal rausfahren müssen. Ich glaube nicht, dass so viel weniger Regen nachher ist. So, die letzten Minuten laufen runter. Das sieht nicht danach aus, dass noch jemand rausfährt. Und Sergio Perez ist der Einzige, der nicht so gut abgeschnitten hat. Auch Mick Schumacher ist rausgeflogen. Das darf doch nicht wahr sein. Lando Norris raus, Yuki Tsunoda, dann Nico Hülkenberg. Und hier sieht man, ich glaube, Haas hat tatsächlich nicht so das Auto für Top Speed. Lewis Hamilton nur auf der 12. George Russell auf der 8. Und wieder Carlos Sainz. 7 Zehntel Unterschied zu Charles Leclerc. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. So, rein in Q2. Das ist natürlich jetzt die Frage, wann fährt man raus? Nicht die einzigen, die offensichtlich warten. Green light, green light. Fährt der erste raus, Bottas. Traue mich nicht schon direkt hinterher zu fahren, weil ich weiß nicht, ich traue dem Braten nicht so. So, die nächsten machen sich langsam auf die Strecke. Ich riskiere, dass wir warten. Aber nicht so lange. Habe Angst, dass wir nachher, wenn irgendwas schief geht, nicht nochmal rausfahren können. Also wir müssen. Und durch viel Verkehr kämpfen, das kann nicht wahr sein. Das war schon mal nicht so gut. Alonso erstmal vorläufig auf der Pole. Dennis Hauge auf Platz 2. Damit hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Wir riskieren das einfach, in der Box zu bleiben. Wir fahren nicht nochmal raus. Es ist eh viel zu viel Regen auf der Strecke. Piastri noch kurz unterwegs gewesen. So. Charles Leclerc, Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton. Beide Alpinen haben es geschafft, sich rein zu qualifizieren in die Top 10. Und George Russell auch. Also beide Mercedes auch drin.
Aber die 19.8, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich befürchte, Mercedes kämpft hier eher mit anderen Teams. Aber gut. Wenn die das Vorhaben haben, auf das Treppchen diese Saison zu beenden, dann gespannt. Auf in Q3. Da wird es zum Ende vielleicht sogar noch mal trocken. Wenn die jetzt alle rausfahren, dann machen wir das ganze Spielchen einfach mit. Hamilton fehlt noch. Oh, das war knapp. Wir kommen noch vor Hamilton raus. So. Dann fahren wir mal eine Runde. Dennis Hauger gibt Vollgas Richtung Pierre Gasly. Alonso. Schauen wir mal. Die ersten sind mit Softs rausgefahren. Und auch wir schließen uns dem an, weil die werden jetzt alle rausfahren müssen. Wird kein Weg drumrum. Wir haben hier eine gelbe Flagge. Oh, da war gelb. Alonso auf 1, Dennis Hauger, 79.000stel, sensationell. Beide mit gleichen Reifen, also frischen Reifen, also ein sehr gutes Ergebnis von Dennis. Beide Ferrari ist dahinter, Hamilton auf 5, sensationell platziert. Sehr, sehr gut auf jeden Fall. Aber man sieht, da fehlt die Lücke nach vorne. Für Max Verstappen und George Russell ging der Plan irgendwie nicht auf. Ah, Alpine, naja. Mal schauen, was das im Rennen letzten Endes die bewirkt. Spannung steigt und wir spüren bereits das Knistern in der Luft. Aber das ist kein. Also, Dennis Hauger wird mit einer Zwei-Stopp-Strategie an den Start gehen. Und Alonso mit einer Ein-Stopp-Strategie. Strategie sagt 1:21.06 zu 1:21.03, also eigentlich relativ ähnlich. Mal gucken, wir versuchen, dass Dennis Hauger sich ziehen lassen kann von Alonso. Auch hier bin ich der Meinung, er kann wieder für eine Runde definitiv weniger Sprit mitnehmen. Dann müsste das eigentlich passen. Setup sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. 8 Frontflügel, er hat nur 7,5, aber naja. Let's go. Hier in Imola sind die Fahrer bereit für die 63 Runden beim großen Preis der Emilia-Romagna. Eine schöne erste und Startreihe, finde ich. Die Zuschauer sind gespannt darauf, wie es Fernando Alonso ergehen wird. Er startet auf. Die Zuschauer warten gespannt auf den großen Preis der Emilia-Romagna. Jawohl. Die Ampel ist aus und los geht's. Aus Tempo. Die haben sie beide gesagt. So, Charles Leclerc auf Mediums. Hamilton hat Softs genommen. Verstappen harte Reifen. Interessante Strategiewahl. Ja, Hamilton geht auch an Dennis Hauger vorbei. So, Carlos Sainz greift nach Dennis Hauger und bekommt ihn auch erstmal. So, und Gasly sollten jetzt versuchen, hinter uns zu halten. Mick hat die Mediums. So, Dennis Hauger im ersten Sektor, lila Sektor.
Das übt schon mal ein bisschen Druck auf Sainz aus. Allerdings müssen wir die Reifen im Auge behalten. Geht an Sainz vorbei. Ernsthaft. Aushalten. Kein Blödsinn machen. Zwischendurch Reifen schonen wäre auch nicht schlecht. Und Alonso fährt vorne. Ja, Charles Leclerc. Da werden wir mal so ein bisschen in die Trickkiste greifen. Hamilton ist auf Softs unterwegs. Und wir müssen den ersten Stint müssen wir mit Dennis Hauger ordentlich angehen. Da sollte sich der Rest von selbst ergeben. So, Hamilton fährt teilweise schon Kampflinie. Gut, also wenn du jetzt vorbeigehst, dann musst du auch eine Runde volles Tempo machen. Ansonsten ergibt das nämlich keinen Sinn. Eine Sekunde, letzte Runde langsamer. Lila erster Sektor für Dennis Hauger. Er ist richtig gut unterwegs. Lila Sektor 2. Bin gespannt, ob Hamilton seine Strategie am Ende aufgeht. So, das war die neueste, schnellste Runde. 1:16:0. Nicht gegen Teamkollegen kämpfen, schön hinten dranhängen, das reicht hin. Schneller als die Konkurrenz dahinter sein. Das ist erstmal das Ziel, den Rest werden wir so hinmanagen. Alonso ist vorbei. Sainz ist gut unterwegs. Guck auf Alonso. Könnten wir uns von Charles Leclerc absetzen? Wäre das möglich? Sollte. Gelbe Flagge war da gerade aufgeleuchtet. Ocon. Wir können jetzt sehen, was passiert ist. Und er bremst vor der Variante Alta ab. Oh, ja, er kommt, oh, das war nix. Das war nix. Ein bisschen Freigabe für Dennis Hauger, um sich von Charles Leclerc abzusetzen. Dann liegen wir sehr, sehr richtig hier. Die Kunde sollten wir gleich drin haben. Wichtig wäre, dass der Flügel von Charles Leclerc da unten nicht aufgeht. Das tut er nicht. Sehr schön. Und Dennis Hauger saugt sich an Alonso ran. Das wäre ja sehr schön, wenn er sich da dann wieder ein wenig ziehen lassen könnte. Ja, das müsste machbar sein. So, Hamilton war gerade schon in der Box mit Soft und kommt wieder raus mit harten Reifen. Das heißt, er wird wohl durchfahren. Ja, dann werden auch von Mediums auf Hart gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Fenster wäre offen für Dennis Hauger. Das ist sehr, sehr gut gemanagt von uns, denke ich. Wir würden hinter Sainz zurückfallen. Beiden Ferraris machen einen super Job. Das muss man einfach hier ganz klar so sagen. Magnussen geht in die Box. So, und die beiden Autos laufen auf Überrundung auf. Überlegen, ob ich mit Alonso mal vielleicht doch ein bisschen Tempo mache. Ich habe das Gefühl, auch Dennis Hauger könnte immer noch einen Ticken schneller. Trotz der abgenudelten Reifen.
to slow now. Copy. Er kann sein, wenn einfach so zu Ende fahren. So, wir werden Dennis Hauger definitiv in die Box holen. Ärgerlich, was Tsunoda da vorne gerade macht. Das ist nicht so schön. Denn da muss man schon deutlich vorher Platz machen. Bottas sogar schon, Entschuldigung. Dennis Hauger geht in die Box. Ach, ich weiß nicht. So richtig gut war das natürlich nicht, ne? Das wissen wir alle. Kommt als Zweiter raus. Sehr schön. Aber Sainz noch kurzzeitig hinter uns und geht jetzt in die Box. Und nimmt auch die harten Reifen mit. Das heißt, auch er wird durchfahren. Das heißt, die werden alle nur auf einen Stopp gehen. Und wir sind mit Dennis Hauger vermutlich als einziges Team auf eine Zwei-Stopp-Strategie. So, dann lassen wir Dennis Hauger ein wenig fliegen. Alonso könnte locker in die Box fahren und wieder rauskommen. Bleibt dann erstmal kurzzeitig vermutlich hinter Dennis Hauger, aber der muss nochmal in die Box danach, also definitiv vor ihm. Wie gut es letzten Endes für die Hartfahrer läuft. Eins, 14, 6. Das ist ja meine richtige Kampfansage gerade hier. So, der muss vor Motivation eigentlich nur so strotzen. So, nach zwei lila Sektoren gucken, ob er den hier auch noch bekommt, tatsächlich. Und dann gehen wir mal wieder auf den Normalfahrmodus. 1.14.2, die schnellste Runde aktuell. Das kann sich sehen lassen. Verstappen war mal eben 4 Sekunden langsamer. Also ich muss sagen, das ist ja auch eine Kunst tatsächlich, mit einer 2-Stopp-Strategie umzugehen. Aber dann auch wieder auf seinen Teamkollegen aufzuholen. Das macht Dennis Hauger absolut fantastisch. Natürlich hat Alonso gerade die schlechteren Reifen, aber er darf auch gleich in die Box gehen. So, wir werden Alonso in die Box holen. Endlich. Frische Reifen aufziehen lassen. Denn die Rundenzeiten werden eher langsamer statt schneller. Dann übernimmt Dennis Hauger kurzzeitig die Führung. Der Stopp war gut verlaufen. So, Alonso ist 21 Sekunden dahinter. Lass ihn erstmal auch ganz normal fahren. So, Dennis Hauger hätte schon lange in die Box fahren müssen. Ist er aber nicht. Das ist nicht schlimm. Dabei macht Alonso auch ein Riesentempo. Aber er wird die Softs bekommen. Und kann dann nochmal richtig Tempo machen. Das ist aber okay. Ich finde, die Crew von Dennis Hauger könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben. So, auf geht's, würde ich sagen.
13 Sekunden zu Alonso, das heißt pro Runde eine Sekunde schneller und er hätte ihn tatsächlich. 14,9 die Zeit von Alonso, die ist gar nicht mal so schlecht. So, und er kann eigentlich direkt auf aggressiv gehen. So, wir werden Dennis Hauger auf schnelle Rundenzeiten schicken. Let's go. 13,7 zu Alonso. Diese Runde war eine 1,14,5. Da geht aber noch deutlich mehr, das wissen wir. Wirklich müsste der Sektor eigentlich lila werden. Das wird er auch. Alonso war gerade im Überrundungsgeschehen. Bei Magnussen müsste das sein. Lila Sektor 2. 10 verbleibende Runden. Ja, wird Alonso wahrscheinlich nicht kriegen, aber letzte Runde wollen wir uns schon hier im Silbertablett servieren. 12,8. Die letzten Kurven für Fernando Alonso bis einschließlich Platz 7 schon überrundet. Sensationell. Ja, ist rein wirklich gut gemacht. Besser kann man es nicht sagen. Alonso hat es geschafft. Fernando Alonso ist der heutige Grand Prix-Sieger. Well done, that's it. Absolut fantastische Leistung von beiden Fahrern. Die Dominanz geht weiter. Das war eine brillante Vorstellung des Alpha Tauri-Fahrers. Ein wirklich hervorragender Sieg, bei dem alles für das Team und den Fahrer gepasst hat. Wir sehen solche Szenen öfter in der F1, aber wir sollten nie vergessen, was das für das ganze Team bedeutet. Ja, so sieht es dann letzten Endes aus. Unser Braun GP auf 1 und 2, dahinter Ferrari, dahinter Red Bull und Sergio Perez. Was für eine Aufholjagd. 14 Plätze gut gemacht. Vor Max Verstappen ins Ziel gekommen. Das ist sehr, sehr bitter, glaube ich, für ihn. Ja, der einzige Aston Martin mit Joe auf Platz 7. Der einzige Mercedes auf der 10 mit George Russell. Lewis Hamilton leider auf der 11. Ja, Mick Schumacher konnte 4 Plätze gut machen. Aber viel hat das am Ende auch nicht gebracht. So sieht es da aus. Dennis Hauger ist kurz davor, den Max Verstappen in der Fahrer-WM zu überholen und sich auf Platz 2 vorzudrängeln. Charles Leclerc hat Sergio Perez überholt, hat mehr Punkte geholt. Carlos Sainz hat wieder ordentlich Punkte geholt. Joe für Aston Martin sich ordentlich ins Zeug gelegt. George Russell für Mercedes Alpine. Das ist das nächste. Da muss man jetzt auch langsam gucken. Offensichtlich wollen die da auch noch ein Wörtchen mitreden hier um diese Ränge. Das wird es wird um die beiden sehr spannend. Wer wird Zweiter? Und es wird um Platz 4 tatsächlich vermutlich richtig, richtig spannend.